Wir sind fassungslos. Und ganz Berlin und viele Freunde Berlins in der Welt sind tief erschüttert nach den Ereignissen von gestern Abend. Unsere Gedanken sind natürlich in allererster Linie bei den Opfern, bei den Familien der Opfer und der Verletzten. Aber es ist in der Tat nach meinem Stand unsicher, ob das wirklich der Fahrer war. Es ist so, dass wir ja möglicherweise noch einen gefährlichen Straftäter hier im Raum haben. Und es ist auch so, dass natürlich auch die Bevölkerung beunruhigt ist. Und ich denke, dass in diesen Tagen eine erhöhte Aufmerksamkeit nicht nur durch die Menschen, die in dieser Stadt leben, sondern durch uns selbst auch geboten ist, dass wir eben mehr Personal auf der Straße haben und bei Bedarf auch eine erhöhte Handlungsfähigkeit zeigen.